Jetzt ist Sam schon mal Pathologe, Psychologe, Coach und so weiter und so fort. Heute reden wir über das Thema, was, glaube ich, viele oder manche doch beschäftigt. Ich habe jetzt so viel von deinem Content geguckt und Leute in meiner Umgebung fangen sich an, dafür zu interessieren. Hören da, also suchen mal einen Rat und wie kann ich denn damit umgehen? Das macht mir auch Spaß, diesen Rat zu geben, weil er ja auch gut funktioniert. Und genau. Hallo Christian, ich bin Alex Sexkovic und ich habe fast alle deine Videos gehört, zwei deine Bücher gelesen und kann mich mit dir und deinen Aussagen 100% identifizieren. Ich rede sogar wie du und jetzt kommt's. Mir schreiben immer wieder Menschen, Männer wie Frauen, die spüren, dass ich wie du die toxischen Verbindungen hatte und weiß, wie man mit dem Thema umgeht. Sprich, ich erhalte Mails sowie Anrufe, denen ich coache und ich merke, wie ich dich vertrete und deine Worte verwende. Und stelle ich mir die Frage, bin ich berufen, auch sowas zu machen? Also wenn man sich berufen fühlt, das kannst nur du wissen. Und ich gebe die Arbeit ja gerne weiter. Und dafür gibt es ja meine Ausbildung so. Ne? Es gibt eine Ausbildung speziell für die Beratung rund um Liebeship, toxische Beziehungen, ist eher so für Einzelberatung und dann gibt es etwas allgemeinere Paarberatungsausbildung. Eigentlich hat die Einzel schon angefangen, aber wenn ihr da noch reinrutschen wollt, könnt ihr euch gern melden und die Paar geht sowieso jetzt, glaube ich, erst so am 15. Februar los. Dann meldet euch gern. Ihr müsst das nur mal wieder, also ich halte die sehr günstig, habe die auch nicht verteuert, die Ausbildung sind wirklich, will ich nicht sagen, konkurrenzlos, gibt immer irgendjemand, der billiger ist, aber für das Qualität habe ich die wirklich sehr günstig gehalten und ist aber auch so gedacht, als ich mein Wissen quasi weitergebe und kann es aber, weil es auch eine Online-Ausbildung ist, ich kann natürlich nicht wissen, wer das jetzt bucht und kann auch nicht beurteilen, wie viel Beratungserfahrung hat man schon. Deswegen sage ich auch immer, wenn man jetzt so in dem Bereich noch nicht gearbeitet hat und keine irgendwie so Grundausbildung hat, dann würde ich schon auch noch irgendeine allgemeine Beratungsausbildung dazu empfehlen, was weiß ich, zum Beispiel einen systemischen Coach oder irgendwas im Zusammenhang mit einer kleinen Heilpraktiker oder sowas, was auch immer, weil da kann ich jetzt nicht, also auf so allgemeine Gesprächstechniken und ich weiß nicht was, das wird ein bisschen zu weit gehen dann. Und genau, man muss halt nur aufpassen, wenn man, also ich empfehle auf jeden Fall, sich ausbilden zu lassen, sage ich mal, wie gesagt, bei mir und dann noch ein bisschen was Grundlegendes woanders, weil, also natürlich kann man mal so einem Kumpel irgendwie im Endeffekt sagen, man muss auf null Kontakt gehen oder so. Aber es ist schon, es ist nicht so einfach, wie man denkt, ne? Also man, klar, man denkt dann erst, boah, ich kenne das ja alles, was Hemschi sagt und was weiß ich. Es ist aber doch, Menschen beraten ist einfach ein komplexes Unterfangen und gerade Menschen, die womöglich frisch im Liebeskummer sind, liebessüchtig sind, sind die auch nicht immer ganz einfach, ne? Muss man auch mal sagen, sind schwierig, ziehen total an einem unter Umständen und da muss man mit umgehen können und das bedarf tatsächlich, wenn man das öfter als mal einen Kumpel beraten macht, bedarf das tatsächlich eine Ausbildung. Aber wenn du dich berufen dazu fühlst, das weiterzumachen, dann investier die Arbeit daran. Das sage ich ja immer wieder, man soll sich einfach ordentlich ausbilden lassen und nicht wie viele andere hier auf Social Media stellen und sagen, ja, ach, ich hatte auch eine toxische Beziehung und ich habe ein Buch gelesen und zwei Videos geguckt und jetzt bin ich auch große Life-Coach. Ich meine, die Plattform gibt es her, das gehört zu dieser Buntheit hier, muss man mit leben, aber also ich hätte gar nicht die Nerven, sowas zu machen, ohne zu sagen, hey, ich bin auch irgendwie so ein bisschen ausgebildet in dem Bereich, aber andere stört das ja scheinbar nicht. Triggert mich immer wieder hart, aber so ist das halt hier, muss man mit leben und das heißt ja auch nicht, dass selbst die nicht manchmal Menschen helfen, aber man will ja auch nicht, also ein wichtiger Punkt von Ausbildung ist ja auch, dafür zu sorgen, dass man Menschen nicht schadet. Das vergisst man immer wieder, ne? Vielleicht, wenn du keine Ausbildung hast, vielleicht hilfst du trotzdem ein paar, oder vielleicht schadest du auch ein paar, richtig, ne? Just saying. So, nur anders als so live, wobei das sehr viel Energie zieht und mich immer wieder in meine alten Verbindungen zurückzieht, gedanklich. Das ist ein anderer Punkt, wenn man selber noch nicht so, deswegen kann man es eigentlich trotzdem machen, aber
wenn man selber noch wackelig ist und selber noch so ein bisschen liebessüchtig, weiß ich jetzt nicht, kann er das schon antriggern, wenn man mit liebessüchtigen Menschen zu tun hat, die dann immer wieder zurückgehen, womöglich. Und also man sollte schon eine gewisse Stabilität haben, ja, würde ich schon sagen. Ne? Ob man das jetzt, ja, die meisten würden das, glaube ich, planen, dann live zu machen, wenn sie bei mir die Ausbildung machen. Manche machen es auch nur für sich, um das einfach tiefer zu verstehen. So, ne? Wie siehst du das? Ja, fühle mich berufen und habe Freude dabei, Menschen aus diesen Verbindungen zu lösen. Hey, wenn ihr Lust habt, diese Art von Arbeit weiterzugeben, go for it. Ich feiere das, unterstütze das gerne. So, ne? Was kann ich da machen? Ja, ich glaube, habe ich gesagt, sieh zu, dass du die Arbeit da machst, dass du dich ausbilden lässt. Gesagt, mach gerne die Ausbildung bei mir. Noch ein bisschen Fundament mit dazu und dann, warum nicht? Viele fangen so an, ne? Das ist einfach, klar, ist jetzt sowas vielleicht auch mal zu studieren. Ne? Es hat gewisse Vorteile, aber ich weiß natürlich, dass es für viele rein praktisch unrealistisch ist und wie gesagt, also wir haben ja hier in Deutschland die Möglichkeit, sehr niederschwelligen Coaching-Bereich einzusteigen, ist so gut wie gar nicht reguliert, aber ich finde, man sollte einfach sich Ausbildung holen. Also es ist nicht so, das denken ja mal alle, Psychologie wäre so, ach, ich kann jeden beraten, das ist ja alles so easy und ich, mein Gott, ich bin ja selber so Laienpsychologe, nee, das ist ein fucking Fach, Leute. Das ist ein fucking Fach, was sehr kompliziert ist. Sehr kompliziert, vor allen Dingen, wenn man da, je tiefer man einsteigt, umso mehr Bereiche tummeln sich da und glaubt mir, es ist nicht so einfach, wie das aussieht. Naja. So, was kann ich da machen? Hoffe, eine Nachricht von dir. Ja, also wie gesagt, ich unterstütze das sehr. Weil offensichtlich so viel Beratungsbedarf noch in dem Bereich, das flaut ja gar nicht ab und sicherlich sehr, jetzt auch, wo wir vielleicht die nächste wirtschaftliche Krise rutschen, sehr krisensicher, also weil toxische Beziehungen gibt es scheinbar immer und ein paar Probleme auch. Ich sage immer zu meinen Kumpels, meinen wenigen noch vorhandenen Kumpels, sage ich immer, wenn wir mal reden über Business, sage ich immer, drei Sachen gehen immer. Essen, Fitness und Liebe, ne? Das ist All-Time-Themen, mit denen man eigentlich immer irgendwie ein Business starten kann, abgesehen davon, dass es schon ganz viele gemacht haben und dass man sich irgendwie am Markt durchsetzen muss. Aber wenn die Menschen schon zu einem kommen, wie bei dir, ja, will das Universum vielleicht, ne? In diesem Sinne, mach die fucking Kurse und die fucking Ausbildung. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.